So, wir kommen zurück zu Nethergroll im Hero-Modus Turmspitze. Der hat jetzt nämlich die Fähigkeit, der kostet nur 1 Mana und er verleiht ihm 8 Damage. Und wenn er wieder zweimal angreifen kann, ist das ziemlich bitter. Deswegen habe ich schon vorhin gesagt, in der letzten Folge, im ersten Hero-Modus, dass ich in der Pause ein Deck erstellt habe. Und zwar ein bisschen ein frostiges Deck. Ein paar Zauberkarten zum Kriegen, einfrieren, Karten ziehen und den habe ich auch noch reingetan. Zweimal den Frostrufer, da habe ich mir das doch eingebaut. Jock ist noch drin zur Sicherheit, Portal, dass wir Diener bekommen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wie ich es mir vorstelle, aber mein Hauptziel dabei ist es, ihn einfach so gut und wie so oft wie möglich einzufrieren. Das heißt, wenn möglich den Typen, den Frostrufer auf die rechte Seite packen und den immer einfrieren. Babbeln in das Buch, Frost. Wasserelementar ist schon mal nicht schlecht. Ich werde das babbelnde Buch ehrlich gesagt mal aufheben. Einfach nur mal zum Austesten. Einmal zum Austesten. Weil 8 Damage ist schon böse. Egal, schauen. Ja, wir haben das gleiche Windsort. Blockiert sie mit Dienern. Jetzt geht sie mit Dienern. So. Es ist auch nicht schlecht. Spiegelgestalt. So kann er nämlich da nur so zweimal draufschlagen. War noch immer Windsorn. Er hat noch immer Windzorn. Okay. So, wir brauchen ein... Das ist schon mal wirklich auch wieder sehr gut. Das haben wir... Das ist nicht schlecht. Wir setzen das dann mal rüber hier. Nice. Mich würde interessieren, was passiert, wenn nicht beide Portale aktiv sind. Kann er dann nur einmal angreifen? Das wäre zum Beispiel, glaube ich, jetzt der Fall. Weil das ist automatisch nochmal besetzt, weil der nachrückt. Gut. Perfekt. Wenn beide Portale besetzt sind, kann er nur einmal angreifen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir nutzen das einfach mal aus, dass er nur... Ach gut, ich kann Windzorn. Er hat Windzorn, genau. Daher war's. Das ist sehr gut. Beide Portale blockiert, kann er nur einmal angreifen. Falls beide Portale oder ein Portal sogar noch offen ist, kann er zweimal angreifen. So... Setze ich ihm den schon runter? Warte mal, ich greife das erste Mal zweimal an. Blockieren ihm das wieder. Ich hebe mir nämlich noch mein Wasserelementar und mein Frostblitz auf. Für den Fall, dass da irgendwas schief laufen sollte. Das macht er jetzt mit 4 Mana. Zieht das Leben alle. Setzt das Diener alle Leben. 1. Okay. Noch immer kein Problem für uns. Noch immer kein Problem. Das ist noch immer kein Problem. Das heißt, wir setzen den hier rüber. So. Hier zweimal angreifen. Und er kann wieder nur einmal angreifen, rein theoretisch. Ihr könnt uns zwar jetzt direkt angreifen, was aber nicht so tragisch ist, weil er einmal 8 ist besser als zweimal 8, dadurch, dass er 2 Portale hätte. Ich meine, nicht ob er cleared oder bis, also 12 Damage plus 4 Rüstung wieder extra dazu und das geht natürlich ins Gesicht. Kollege, das war sehr gemein. Deswegen werden wir dich jetzt einmal einfrieren. Wir werden dich einfrieren, wir werden zur Not den auch, na wir heben uns den auf. Falls irgendwas schief läuft, haben wir einen noch, ich kann Schilder doch angreifen. Falls irgendwas schief läuft, haben wir dann den noch über. Wir haben dabei den wirklich als Rückendeckung. Okay, Portal links ist offen. Das heißt, ja, jetzt ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir den drüben hinsetzen. Wir frieren ihn wieder ein. Ich weiß nicht, eventuell haben die Portale noch irgendeine hinterhältige Fähigkeit, wenn beide aktiv sind. Deswegen blockieren wir es mal lieber. Lass einen feindlichen Diener auf die Hand zurückkehren. Kein Problem. Sowas von kein Problem. Blokal ist. Blablabla. Ja, genau. So. Das haben wir auch drin. Machen wir weg alles. Nefatorn. Sheep. Was denn? Das da? Mal denken können. Aber wir haben noch immer auf der linken Seite einmal zum Einfrieren.
Dem her ist es nicht schlecht. So. Zack, ins Gesicht. Einmal eingefroren. Wir haben wieder einen Ersatz für unser Schaf dann später. Habe ich vorhin schon wieder nicht angegriffen, ne? Ich vergesse immer, dass das linke Ding hat, Windzorn. Ja, und er kann mit seiner Fähigkeit eigentlich, ja, scheißen gehen, um ehrlich zu sein. Und auf Deutsch, wenn man das mal sagen darf, ne? Ja, schön, zieht seine Rüstung hoch, der Angriff bringt ja überhaupt nichts. Und wir haben eigentlich gewonnen. Well done. Easy. Easy! Easy, easy, easy! Bam! Geschafft! Naja. Dann sind wir mal gespannt auf den dritten Boss im Hiromoto. Wir sehen uns gleich im nächsten Video, also klickt weiter, wenn ihr es nicht verpassen wollt.